Okay, dann damit willkommen zu diesem letzten Geschwätzblitz, was ich jetzt in der nächsten Zeit mache. Ich nehme einfach schon mal eine Herausforderung an. Ich glaube, gegen Frischling habe ich noch nicht gespielt. Dann fange ich damit an. Ich hoffe, es läuft alles soweit. Ja, ich fange aber mal an. Genau, ich versuche jetzt erstmal möglichst viele Leute zu nehmen, gegen die ich noch nicht gespielt habe. Einfach, weil ich wahrscheinlich für die nächste Zeit das letzte Mal hier bin. Ja, falls es irgendwelche Eröffnungswünsche gibt, schreibt die in den Chat. Ich fange jetzt aber mal mit Caro-Kann an. Ich werde versuchen, die Chats nebenbei zu lesen. Ja. Ansonsten das Übliche halt. Ich glaube, ich habe da schon oft genug wahrscheinlich alle Geschwätzblitz von anderen auch gesehen. Ich meine, Jan war ja vorhin schon online. Ah, G4. Hier sollte ich mich wahrscheinlich auskennen. Macht man Läufer E4? Oder geht man sogar nach D7 zurück hier? Ich bin gerade verwirrt. Ich habe alles an Theorie vergessen. Ich mache mal Läufer E4 und provoziere F3. Ich weiß nicht, ob das richtig ist oder nicht. Bin ich mir gerade wirklich nicht mehr sicher. 5. Mal gucken, was hier passiert. Läufer D3. Okay, ich denke, ich muss tauschen, die Struktur. Wenn ich mit dem F-Pawn wieder nehmen muss, will ich definitiv nicht sehen. Dame D3 und ich glaube, es spricht nichts dagegen, E6 zu machen. Weiß noch nicht, ob ich tauschen möchte auf G4 oder nicht. Okay, G5, darüber bin ich mit Schwarz, glaube ich, sehr glücklich. Im Zweifelsfall mache ich sogar G6. Und jetzt ist dieser Königsflügel für immer festgelegt und ich kann in Ruhe irgendwann am Damenflügel vorgehen. Und dadurch, dass meine Bauern auf H5 und D5 stehen, kommt halt auch kein Springer nach E4 oder G4 und somit nach F6 rein. Das heißt, ich kriege das Feld F5, aber weiß, wird es sehr schwer haben, jemals einen Springer nach F6 reinzubringen. Also, wenn die Bauernstruktur hier so festgelegt ist, sollte das auf jeden Fall gut sein für Schwarz. Okay, mein Gegner macht mit Springer B3 sicherlich erstmal was Sinnvolles, um C5 zu verhindern. Und jetzt eine Rochade. A5 sieht aus wie ein logischer Zug. Entweder macht Weiß jetzt selber A4 oder nicht. Aber wenn ich zu A4 komme, ist das sicherlich ein Fortschritt. Und selber A4 schwächt natürlich auch. Dann werde ich, denke ich, Dame B6 machen und drohe dann ein bisschen Dame B4, Dame schlägt A4. Aber ich denke, Schwarz steht schon sehr bequem, wenn man erstmal diese Struktur hat. Der Ton für das Figurenziehen ist ja so nervig. Ich stelle es erstmal leiser, vielleicht hilft das ja. Genau, Dame B6 wollte ich machen und es ist gar nicht so leicht für Weiß, Dame B4 zu verhindern, weil C3 geht halt nicht, weil der Springer auf B3 hängt. Okay, mein Gegner verhindert das nicht. Allerdings plant er natürlich, nach Dame B4 Springer C3 zu machen, was nicht ganz so blöd ist. Tja, wie spiele ich das jetzt? Ich kann wahrscheinlich alles Mögliche machen. Also, meine Stellung sieht halt einfach sehr gut aus. Vielleicht sollte ich erstmal rochieren und nicht zu viel Zeit da verschwenden. Denke, ich kann in Ruhe rochieren und dann Turm F8 und dann immer noch C5 machen. Also, die Sache ist, durch diese Struktur hier am Königsflügel wird hier nie irgendwas passieren. Also, Weiß wird unmöglich durchbrechen können. Also, zumindest würde es mich schockieren. Turm G1. Okay, ich denke, ich werde einfach rochieren. Also ich sehe den Angriff noch nicht. Könnte jetzt überlegen, Springer F4, Springer schlägt H5 und dann G6, aber es sieht halt sehr langsam aus. Also ich bezweifle, dass das wirklich gut ist. Okay, Läufer F2. Ja, ich denke, ich mache Turm FC8 und bereite C5 vor, weil dann wird der weiße König hier schwach auf C1. Ja, G3. Wahrscheinlich sollte ich tauschen. Auf H4 rausnehmen sieht ein bisschen riskant aus nach Springer H5. Ich denke, ich sollte einfach tauschen und C5 machen. Also ich hoffe, wie gesagt, dass das jetzt ein bisschen besser ist mit dem Ton. Also sonst nochmal in den Chat schreiben. Ich kann den Ton auch ganz ausmachen, aber
Da muss ich halt aufpassen, dass ich mitkriege, dass mein Gegner zieht. So, C5, es droht im Übrigen auch C4 mit Figuren gewinnen, das heißt, Weiß muss reagieren. B5, okay, den habe ich gar nicht wirklich gesehen. Ich denke, ich kann übernehmen und A4 machen. Können wir A4 pre-moven. Und wenn Weiß dann alles auf C5 raustauscht, kann er am Ende den B-Bauern nicht mehr halten auf B5. Und das Turmspiel ist sehr nah am Gewinn für Schwarz. Ja, ich kann den Turm auch ausstellen. Ich glaube, dann passiert nichts Schlimmes im Stream. Ja, und jetzt kann ich Turm A5 machen. Wie gesagt, jetzt darf ich halt nur nicht übersehen, falls mein Gegner zieht. Aber okay, im Twitch-Chat wird geschrieben, dass der Turm okay ist. Ja, ich werde ihn jetzt erstmal auslassen. Ich weiß jetzt nicht, was besser ist. Ich glaube, ich hatte ihn sonst immer an bisher, aber gut. Ja, hier Läufer C5, Turm A4 geht nicht wegen Läufer F2. Deswegen muss Turm D2, aber dann sieht die weiße Stellung wirklich sehr verdächtig aus. Ich denke, dann nehme ich einfach auf F2 und mache Springer schlägt E5. Da gewinne ich noch einen Bauern. Drohe auch einmal Springer D3 Schach. Gut, mein Gegner wird wahrscheinlich F4 machen und das damit direkt verhindern. Allerdings ist die Stellung halt trotzdem mehr oder weniger klar geworden. Gut, jetzt habe ich auch noch Springer C4 mit Tempo und der B2 hängt. Ja, denke, das sollte ausreichen. Gegen Frischling. Und vor allem der Springer auf A1 ist natürlich auch eine etwas unschöne Figur. Ja, okay, C3, aber jetzt kann ich hier den Turm rausnehmen und B2 hängt immer noch. Okay. Ja, ich mache mal A3, A2 und versuche den Bauern durchzubringen und so möglichst schnell zu gewinnen. Ich drohe jetzt Turm C2, deswegen muss der und jetzt kommt Turm B1. Okay, Frischling gibt auf. Dann gucke ich mal, dass ich gegen irgendwen spiele, den ich noch nicht gespielt habe. Sunday Duck. FM mit 2, 3, 75, das heißt, ich sollte ein bisschen aufpassen. Dann mache ich mal erstens B3. B2. Der Kommentar ist diesmal von neidischer Qualität. Was auch immer das heißt, aber danke, Denitor 2. Klingt zumindest, als ob es ein Kompliment sein soll. Mal gucken, was mein Gegner jetzt macht. E6. Ich baue mich mal relativ solide. Ich meine, ich könnte auch einen Springer H4 überlegen, wenn ich jetzt schon hier bin. Warum nicht? Für G6. Tja, nehme ich den sofort raus. Warum nicht? Ich denke, ich nehme ihn raus. Und mache D4. Das entwickelt mich irgendwie möglichst harmonisch. Ich habe sicherlich irgendwie keinen wirklichen Vorteil, aber das kommt hoffentlich noch. So, Springer D2. Vielleicht habe ich D4 eingestellt, wenn ich ehrlich bin. Also weiß nicht, wie schlimm D4 war, aber es hätte lästig sein können. Ist es aber im Zweifelsfall immer noch. Ich mach mal. Wahrscheinlich ist es alles nicht besonders gut, was ich getan habe. Ich mache mal erstmal A3. Da kommt schon D4. Na ja, gut, dann mache ich E4 und dann soll es schon irgendwie gehen. Matthias, liest du deutschsprachige oder internationale Schachblogs bzw. Newsseiten, um mich dann auf dem Laufenden zu halten? Wenn ja, welche? Schon, ja. Sehr unterschiedlich. Also ich gucke zum einen bei Chessbase immer manchmal rein. Einfach um zu sehen, ob irgendwas passiert, dann lese ich chess.com manchmal noch die Newsseite und im Deutschsprachigen ansonsten noch Perlen vom Bodensee wahrscheinlich, weil das mit einer der aktivsten Seiten ist. Ich glaube, das ist alles,
Gibt sicherlich auch noch andere Seiten, wo ich hin und wieder mal gucke, aber das sind so die Seiten, wo ich am meisten gucke. Die Chess24-News-Seite, muss ich sagen, kann ich auf Deutsch leider nicht empfehlen im Moment. Ich habe das Gefühl, da arbeitet im Moment niemand. Deswegen, ich glaube, da kriegt man die Neuigkeiten meist erst relativ spät, leider. Was sich aber sicherlich irgendwann wieder ändern wird. Ja, B5 ist ein lästiger Zug. Den habe ich nicht wirklich bedacht. Ich weiß nicht wirklich, wie ich reagieren soll. Ich roch hier mal, auch wenn ich Angst habe, dass mein Gegner mich mit G5, G4 hier matt setzen wird. Es sollte eigentlich nicht so schlimm sein, aber man weiß ja nie. Okay, Springer E5. Ich habe das Gefühl, ich sollte A4 machen, um mich hier zu befreien. Also, okay, den tausche ich. Und jetzt bräuchte ich irgendwas Aktives hier am besten. Ich sehe noch nicht richtig was. Irgendwie Läufer E5, Läufer B5 funktioniert alles noch nicht so ganz. Turm A7 ist wahrscheinlich auch zu viel des Guten. Leider. Tja, mache ich mal Springer B3. Wenn Läufer B4 kommt, Springer D4, gewinne ich zumindest den B5-Bauern. Deswegen denke ich, Springer C4 wäre wahrscheinlich der korrekte Zug hier. Wobei Läufer B4 sicherlich auch überhaupt nicht schlecht ist, aber da muss Schwarz zumindest aufpassen nach Springer D4, weil Springer schlägt B5, droht dann direkt den Springer auf E5 mit zu gewinnen. Deswegen das sollte man wahrscheinlich unterlassen. So, Rochade. Ja, jetzt kommt wahrscheinlich noch Springer D4 eben, Springer C4 und dann ist das alles ein bisschen lästig. Ja, wahrscheinlich muss ich einfach eingestehen, dass ich hier überhaupt nichts habe in dieser Stellung, beziehungsweise sogar ein bisschen um Ausgleich kämpfen muss. Ich will allerdings jetzt keine Partie mehr verlieren hier im Geschwätzblitz, also sollte ich ein bisschen aufpassen. Ich kann auf E5 nehmen, es ist halt sehr traurig als Zug. Also wirklich traurig, weil ich halt eigentlich unbedingt das Läuferpaar behalten möchte. Allerdings weiß ich nicht, wie ich das behalten soll, vernünftig. Ja. Stellung ist nicht besonders gut. Wirklich nicht. Turm A5 gefällt mir auch überhaupt nicht. Der Springer auf C4 ist total lästig. Ich nehme jetzt raus und mache Dame D4. Ich wollte es eigentlich nicht machen, aber mir ist nicht wirklich eingefallen, was ich sonst tun soll. Und so ist zumindest Springer C4 aus der Stellung genommen. Und wenn Dame schlägt D4, Springer schlägt D4, kommen drohen zumindest so ein paar Tricks mit Springer C6. Ich vermute, dass Schwarz allerdings relativ problemlos steht, wenn er nimmt auf D4 und dann Turm FC8 macht, aber was soll man tun, wenn Sunday Duck so gut spielt? Ja, nimmt. Ja, ich muss mit dem Springer nehmen. Wenn ich mit dem Bauern nehme, hängt B4. Sonst wäre ich halt rechtzeitig mit Springer C5 gewesen, hätte mich wohl gefühlt, aber es geht halt nicht. Ich denke, Turm FC8 sieht normal aus. Und dann überlege ich gerade, Turm A6 zu machen, um Springer C6 wieder zu drohen. Okay, kam auch. Ja, C2 ist noch gedeckt im Moment. Ja, und wenn ich zu Springer C6 komme, sieht es doch gar nicht so schlecht aus. Okay, Springer E4. Dann mache ich mal Springer C6, Turm B7 wahrscheinlich. Und jetzt nehme ich auf B5 raus, glaube ich. Der Turm kann ich nehmen wegen Springer E7 und dann hängt am Ende auch noch der C8. Und deswegen habe ich erstmal einen Bauern mehr. Also irgendwie habe ich hier einen Bauern gewonnen, auch wenn ich nicht genau weiß, wie. Okay, Läufer F8.
Läufer F8 ist leider gut. Läufer D3. Gut, Läufer B4 geht, glaube ich, noch nicht wegen Turm B1. Ich hoffe zumindest, dass es deswegen nicht geht. Also könnte sein, dass ich jetzt tatsächlich auf Gewinn stehe, wenn Schwarz jetzt nichts Besonderes mehr hat, weil ich meine, ich habe einen Bauern mehr und meine Figuren sind auch relativ aktiv. Hast du mal deutsche Schachlegenden aus den 80ern, 90ern? Helmut Pfleger, Wladimir Hutter, Robert Hübner getroffen, beziehungsweise gegen sie gespielt. Gespielt habe ich gegen keinen davon. Bin ich mir zumindest ziemlich sicher. Gesehen habe ich allerdings, also ich glaube, Robert Hübner habe ich nie gesehen, aber die anderen beiden habe ich definitiv mal gesehen. Okay, Springer C3. Gar nicht so einfach, was zu machen. Mach mal Turm A1, aber irgendwie geht leider Läufer B4 wahrscheinlich. Jetzt habe ich keinen Turm B1 mehr. Irgendwie hat mich mein Gegner ausgetrickst. Weiß zwar nicht wie, aber er hat es geschafft. Das ist schlecht. Okay, ich mache mal Turm A8, mir fällt nichts ein. Ja, aber das habe ich schlecht gespielt. Ich habe nach Springer C3 keinen Zug mehr gesehen. Ich hatte kurz überlegt, ob ich B5 machen kann, aber dann tauscht alles auf B5, Springer A7 und Turm A8 geht noch und ich habe nicht gesehen, wie ich da gewinnen soll. Okay, ich probiere mal Turm C8 und ich muss auch aufpassen auf die Zeit. Ja. Grundreihenmatt soll ich auch nicht einstellen. Ich habe natürlich hier wahrscheinlich überhaupt nichts mehr. Okay, den sollte ich vielleicht rausnehmen und versuchen, den C-Bauern zu verwerten, aber das war keine gute Leistung. Allerdings stehe ich jetzt tatsächlich sogar wieder auf Gewinn, so wie es aussieht. Aber wohl eher durch Glück als Verstand. Außerdem ist es immer noch nicht so einfach. Was tue ich hier? Meine Güte, was mache ich? Ich dachte irgendwie, ich kann nach F4, aber das Bauernspiel ist okay für Schwarz. Das war komplett wahnsinnig. Okay, jetzt hole ich den G6 ab. Springer H5. Macht wieder nichts. Okay, ich meine, im Endeffekt spiele ich hier gerade mehr auf Zeit als sonst irgendwas. Tut mir leid, Sunday Duck. Das war keine überzeugende Leistung. Okay, Gambit Player habe ich auch noch nicht gespielt. Und ich kriege heute sehr viele 5-Minuten-Herausforderungen. Also, wenn ihr mich noch herausfordern wollt, dann macht doch gerne 3-Minuten-Herausforderungen. Weil ich es eigentlich ein bisschen besser finde, wenn die Partien nicht zu lange dauern. So, C5, Läufer G2. Spiele einfach mal jetzt so eine Art Grünfeld im Anzug. Was allerdings meistens ein bisschen gefährlich wird für Schwarz, wenn er sich nicht gut auskennt in der Theorie. Weil dieses Tempo macht tatsächlich sehr viel aus. Weil das schwarze Zentrum sehr schnell wackelig werden kann, wenn man jetzt E5 macht. Also E5 geht, aber. Patrick, ja, 3 Minuten mit Inkrement geht natürlich auch. Also ihr könnt mich auch mit Inkrement herausfordern, was ihr am liebsten wollt. Aber ich glaube, manchmal ist 3 Minuten angenehmer als 5. Aber ihr könnt natürlich auch 3 plus 2 oder 3 plus 1 oder was auch immer herausfordern. Okay, so, wir haben jetzt diese typische Grünfeldstellung mit vertauschten Farben. Schwarz muss wahrscheinlich Springer F6 machen, um den Bauern zu decken. Ich überlege halt, ob es sinnvoll ist, die Rochade noch ein bisschen aufzuschieben. Ich weiß es nicht. Also meine Rochade. Ich denke, es muss Springer E6 kommen, um den Bauern zu decken. Oder Springer E7 geht auch. Allerdings ist natürlich die Entwicklung nicht ganz so harmonisch. Gut, das Einzige, was das macht, ist natürlich den Bauern auf C6 zu decken. Das heißt, D4 droht, deswegen sollte ich vielleicht einmal tauschen hier. Und jetzt rochieren. Weil sonst wäre vielleicht D4 gegangen. Der Springer E7 ist interessant, aber wahrscheinlich nicht das Beste. Weil jetzt muss Schwarz sich schon überlegen, wie er sich zu Ende entwickelt. Also ich glaube, das könnte schwierig werden. Ja, H6 verliert natürlich nochmal mehr Zeit. Weiß nicht, F4 sieht normal aus. Ja, ich mache mal F4.
könnte mich natürlich auch ein bisschen schwächen, also meine eigene Königsstellung, aber ich glaube, es ist wichtiger, dass ich hier das Zentrum aufreiße und irgendwie Fortschritte mache. E4, ich weiß ja nicht, ob ich F5 wirklich machen kann. F5, Springer nimmt F5, ja, nee, wahrscheinlich kann ich es mir nicht wirklich leisten. Ich wüsste zumindest nicht, mit welcher Begründung. Dann, vielleicht war F4 auch irgendwie Quatsch. Wahrscheinlich war es sogar ziemlicher Quatsch. Was mache ich jetzt hier genau? Ist mir auch ein Rätsel. Tja. Das war irgendwie nicht so besonders toll gespielt. Ich probiere mal. Ja, doch, ich probiere mal Dame A4 Schach. Irgendwas muss man ja probieren. Na, Dame D7 will ich Springer B5 machen und dann. Und dann halt entweder Springer C7 oder Springer D6 drohen und Schwarz hat es nicht so leicht, sich gegen beides zu wehren. Es geht natürlich auch Läufer D7, aber dann hängt der D-Bauer wieder ein bisschen. Also dann könnte ich, keine Ahnung, B3 oder sowas machen. Gut, jetzt Springer B5. Ich hoffe, dass es vernünftig geht. Kann halt auch riskant sein, weil ich meinen Springer hier selber fessel, aber Springer C7 droht natürlich erstmal relativ stark. Und auch Springer D6 kann lästig sein. Und nach Springer C6 ist der Punkt, dass ich F5 habe, denke ich. Läufer F5, Turm F5, Dame F5 und dann Springer D4 gewinnt. Oder halt auch Springer C7, Springer A8 sollte gut sein. Neidischer Qualität mit dem Zuschauer. Okay. Ja, jetzt F5 auf jeden Fall. Ja, okay, ich hoffe, es ist verständlich, was ich sage, sonst mache ich hier irgendwas falsch. Ja, F5 und jetzt verliert Schwarz wahrscheinlich irgendwie Material. Man kann zwar das Zwischenschach auf C5 geben, aber es macht, glaube ich, nicht so viel. Gut, das Einzige, was es macht, ist, nimmt Springer D4 dann aus der Stellung tatsächlich. Ja, ich mache mal König H1. Sollte schon der richtige Zug sein. Läufer F5 muss und wenn ich jetzt nehme. Springer C7, Springer 8. Ja. Ist nicht ganz so klar. Gefühlt sollte es jetzt eigentlich irgendwie aus sein. Aber muss es natürlich hinbekommen. Ja, okay, Turm F5 muss sein. Also ich wüsste nicht, was sonst. Dame F5. So. Und dann Dame F5, Springer C7, König D7, nimmt auf A8, Turm A8 und dann vielleicht einfach mich zu Ende entwickeln. Der schwarze König steht auch noch relativ unsicher. Ich bin nicht ganz zufrieden. Irgendwie hätte es einfacher sein sollen. Wahrscheinlich irgendwas falsch gemacht, aber gut, also ich sehe keinen anderen Trick. Springer D4, Läufer D4, Dame C6, König E7. Gut, ich könnte das versuchen, dann Dame B7, dann geht Dame D7 nicht wegen Dame B4, Dame D4, aber es geht halt König F6. Sieht nicht klar aus. Ich mache mal Springer C7 und Springer A8, das sieht schon normal aus. Ich habe ja nur einen Bauern geopfert, also ich habe nicht so viel Material hergegeben. Jetzt mache ich einfach Läufer D2, droht Turm C1, vielleicht auch B4. Ich denke schon, dass ich nach wie vor sehr gut stehen sollte. Ich meine, ich habe einen einzigen Bauern hergegeben und der schwarze König ist schon sehr unsicher. Kannst du mal Stafford Gambit spielen oder ist das zu schlecht? Ja, mir wurde schon in irgendeiner letzten Geschwätzblitz-Folge gesagt, was es ist. Aber ich kann es ausprobieren. Also ich habe den Sinn nicht ganz verstanden. Also es war ja irgendwie E4, E5, Springer F3, Springer F6, Springer E5 und dann Springer C6.
Ich verstehe es nicht wirklich, aber ich kann es gleich einfach ausprobieren. Vielleicht werde ich den Sinn ja verstehen, während ich das spiele. Ich glaube, ich kann Läufer E1 machen. Ich gehe halt definitiv noch nicht matt. Das Feld F1 ist Gott sei Dank überdeckt, sonst wäre es ein bisschen schwierig. Wurde die schon beim Geschwätzblitz die obligatorische Frage gestellt, oder hast du damit geschaut hast und wie es dir gefallen hat? Nee, beim Geschwätzblitz hat mich das bisher noch niemand gefragt, tatsächlich. Ich habe die Serie leider nicht gesehen. Ich kann selber nicht mal genau sagen, warum, aber irgendwie hat es mich nicht so angesprochen. Und deswegen kann ich dazu nicht so viel sagen. Ich meine, sie ist ja relativ durch die Decke gegangen, aber hat mich bisher irgendwie einfach nicht angesprochen. Ich glaube, ich kann B4 machen. Läufer B4, Läufer B4 gewinnt. Deswegen muss Läufer B6, ja, das gewinnt jetzt ziemlich klar. Läufer B6 wäre noch gegangen, aber gut, die Stellung sieht halt schon sehr verloren aus. Ja, jetzt hängt C6 mit Schach. Dann kriege ich den A8 und dann ist sogar matt auf C8. Okay, aber Gambit Player hat sich sehr lange gehalten, hat nur kein Gambit gespielt irgendwie. Das ist das Einzige, was man ihm vorwerfen kann. Okay, gegen wen habe ich denn hier noch nicht gespielt? Johnny Bildu, ich glaube, kann es sein, dass ich gegen den schon mal eine Challenge angenommen habe und dann irgendwie die Partie abgebrochen wurde? Ich erinnere mich irgendwie an sowas. Von daher nehme ich das einfach mal an. F5. Okay, darauf war ich nicht eingestellt. Muss ich holländisch mit C4 spielen? Und jetzt sogar E5. Okay, Gegner spielt sehr aggressiv. Super lange her, dass ich mir das irgendwie angeguckt habe. Springer F3 ist vielleicht sogar falsch, vielleicht kommt einfach E4. Jetzt mache ich, glaube ich, D4. Vielleicht wäre E4 gut gewesen für Schwarz, das weiß ich halt nicht. E4, ich gehe mal nach G5, sieht ein bisschen krumm aus, aber ich will den Springer irgendwann nach H3 stellen und dann nach F4 bringen, da steht er dann wieder ganz gut. Ja, gut, das mache ich jetzt auch, ich glaube E3 oder sowas geht nicht, von daher muss ich den langsamen Weg gehen, allerdings ist jetzt Springer G6 eine lästige Drohung. Jetzt sind halt die Felder doch ein bisschen geschwächt hier, um den schwarzen König. Okay, Springer E7 ist gut. Dann mache ich mal H4, um G5 erstmal aus der Stellung zu nehmen. C6. Ja, ich... D5 sieht auch verlockend aus irgendwie. Ich glaube, D5 ist gut, weil jetzt sind die Springer halt komplett eingesperrt hier. Also die schwarze Stellung ist jetzt sehr verkrampft. Ich denke, nach D5... sollte ich klar besser stehen. Okay, C5. Ich kann versuchen D6 und Springer G6. Ich weiß nicht, ob es mir so viel bringt. Vielleicht mache ich auch erstmal E3. Das ist für Schwarz relativ schwierig, sich hier zu rühren. Jetzt Läufer E2. Jetzt drohe ich Läufer H5 relativ unangenehm, was mein Gegner leider eingestellt hat. Das sieht jetzt schon relativ verdächtig aus. Aber gut, ich wusste dann auf E2 eh nicht, was man machen soll, weil G6 geht nicht, weil ich dann D6 habe und dann der Bauer auf G6 fällt. Gut, das gibt einen ganzen Springer, beziehungsweise nicht nur einen Springer, es gibt sogar ein sehr hübsches Matt mit D6. Ja, danke für die Partie, Johnny Bildu. So. Let's LOL Gamer. Gut, mit gegen Gamer mit 2-8 spiele ich doch gerne. So eine Challenge nehme ich auf jeden Fall an. Wenn Let's LOL Gamer auch hier ist, könnte man jetzt spielen. Der ist er. Okay. Ja, gegen den will ich kein Stafford Gambit spielen. Ich habe zu viel Angst. Wenn jemand schon 2-8 hat, dann ist mir das zu heikel. Dame F3. Ja, jetzt müsste man sich hier irgendwie auskennen in diesem System. Ich kenne natürlich nichts. Mein Gegner spielt das hier sehr schnell runter. Ich weiß ehrlich gesagt wirklich überhaupt nicht, wie ich das hier spielen wollte. Ja, klarer Fall von jegliche Theorie vergessen. Ich mache mal Läufer D6, Springer E2. Ja, wahrscheinlich habe ich das schon falsch gemacht. Irgendwie diese Dame F3-Varianten sind immer ein bisschen lässig. Ich mache mal Dame F6.
Ist wahrscheinlich nicht der beste Zug, aber okay. Läufer F4. Gut, den werde ich tauschen. Ist jetzt doch leider relativ langweilig geworden, die Stellung. Es war eigentlich nicht das, was ich anstreben wollte, aber gut. Ich denke, ich kann rochieren. Sollte nicht zu viel Zeit verbrauchen. Ich will nicht, dass ich hier noch eine Partie verliere. Dann mache ich mal Springer E7. Stellung sollte schon noch okay sein für mich, aber sicherlich nicht optimal gespielt. Also sieht sehr ausgeglichen halt aus. Ja, ich weiß ja nicht, ob Weiß jetzt kurz oder lang rochiert. Tatsächlich lang. Okay. Ich kann dann Läufer F5 überlegen. Was ich, glaube ich, auch ziehen werde. Bin mir nicht sicher, ob das ein guter Zug ist, aber okay. Einfach Turm E1. Ja, okay, mein Gegner spielt das sehr ruhig, aber das ist leider auch einfach vernünftig. Ist G5 ein sinnvoller Zug? Sinnvoll ist es wahrscheinlich nicht, aber oh nee, komm, Springer H5 irgendwie. Gut, muss ich die Damen leider tauschen. Das ist wirklich nicht die Partie, die ich eigentlich hier spielen wollte. Mach mal F6, um Springer E5 zu verhindern, aber jetzt stehe ich ein bisschen schlechter. Beziehungsweise, wenn ich Pech habe, stehe ich sogar wirklich ein Stück schlechter. Ja, keine besonders beeindruckende Performance. Springer F4. Ich denke, ich kann Turm DE8 machen. Ich muss halt gucken, dass ich meine Figuren hier umgruppiert kriege. Ah, es ist nicht schön. Letzten LOL-Gamer überspielt mich hier ein bisschen. Was kein gutes Zeichen ist. Ja, und was mache ich jetzt? Irgendwie stehen alle meine Figuren schlecht. Wirklich alle. Ich mache Springer D8. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Turm E1, König D7. Ich glaube, ich verliere nicht sofort und ich muss jetzt halt schnell spielen. Ja, ich stehe jetzt echt ein bisschen sehr unbequem. Ich will halt C6 machen, um den D5 zu decken und dann endlich meinen Springer wegziehen. Springer H5 kann ich noch mit Turm G8 irgendwie überdecken. Das ist alles unschön. Ich werde einfach jetzt versuchen, schnell zu spielen, den Gegner zu flaggen und hoffentlich die Partie zu gewinnen dadurch. Ich glaube, was anderes bleibt mir fast nicht mehr übrig. Ich habe keinen anderen Plan. Weil ich stehe einfach ein bisschen schlechter. Das heißt, ich muss gucken, dass ich alle Türme abtausche. Ja, jetzt ist nicht so viel los. Allerdings ist es halt wirklich sehr ausgeglichen. Aber ich werde versuchen, irgendwie weiterzuspielen. G5, A5. Ich tue einfach mal so, als hätte ich hier eine Chance auf Gewinn zu spielen. Was sicherlich nicht unbedingt korrekt ist, aber wen interessiert das schon? Springer C5, kann ich König F5 machen. Der Bau auf B7 ist erstmal gedeckt. Ich weiß nur nicht, wie ich jetzt weiterkommen soll. Ja. Ist wahrscheinlich auch eine schwierig zu beantwortende Frage. Ich ziehe erstmal ein bisschen hin und her. Das kann nie schaden. Jetzt mache ich mal den. Jetzt möchte ich meinen Springer irgendwohin geschickt umgruppieren. Ja, das war bisher noch nicht geschickt. Jetzt versuche ich mal den nach F4 zu bringen, um selber was anzugreifen. So, Springer F4. Okay, Springer D3, aber gut, den A2 kann ich nicht mitnehmen, da ist mein Springer eingesperrt leider. Ja, Gegner macht das schon gut. Ich meine, inzwischen habe ich wirklich einen leichten Vorteil, vermute ich, aber mehr ist es sicherlich auch nicht. Ja, und ich weiß nicht wirklich, wie ich jetzt spielen soll. Okay, jetzt habe ich B4. Jetzt stehe ich objektiv wahrscheinlich auf Gewinn. Ja, was mache ich hier? Springer E5 Schach. Das Bauernspiel hätte ich vielleicht einmal rechnen sollen. Okay, ich bin aber schnell genug.
König D6, Dame E7, mein Gott, Dame C7. Meine Güte, war ich gerade langsam. Ja, aber danke für die Partie, Let's Roll Gamer. Dann sollte ich jetzt zur Abwechslung meine etwas leichtere Challenge nehmen. Okay, Florian CH. Und tut mir leid fürs Flaggen, aber das gehört halt hier zum guten Ton dazu. D4, ich mach mal G6. So, auf G7. Hast du schon mal den Title Tuesday gewonnen? Bist du auch vorne mit dabei? Nee, gewonnen habe ich den Title Tuesday noch nie. Aber in letzter Zeit spiele ich auch immer relativ schlecht beim Title Tuesday, leider. Also ich weiß gar nicht, ob ich hier überhaupt darüber reden darf, über dieses Turnier, aber ich glaube, das Beste war immer noch, als ich einmal gegen eine Pomnische bis ins Finale gekommen war, als es noch dieses K.O.-System gab. Wieso spiele ich überhaupt Königsindisch, ohne irgendwas zu kennen? Aber das heißt, das Beste war halt ein zweiter Platz, wo ich halt im Finale leider gegen eine Pomnische ziemlich untergegangen bin. Also kann ich nicht behaupten, dass ich schon mal gewonnen habe. So, G4. Ja, ich muss noch mal C5. Irgendwie muss man hier aktiv spielen, würde ich vermuten. Sonst setzt mich Florian CH wahrscheinlich aber matt. Ich spiele zumindest sehr aggressiv mit G4 und wahrscheinlich H4 und will mich aber matt setzen. Langsam, what the fuck. Ja, okay, es war aber schon langsam. Ich habe irgendwie so einen Mausdip gehabt, als ich Dame E7, Dame C7 machen wollte. Es war schon sehr langsam. Und zumal war auch die ganze Technik irgendwie extrem schlecht. Also ich habe ja diese erste Dame geholt und habe ich einfach den Bauern auf H7 rausgenommen. Ich glaube, ich hätte König F7 und Dame G6 matt oder sowas machen können. Das war nicht gut. Also ich war zumindest schon mal deutlich schneller, als ich häufiger Bullet gespielt habe. Hast du in deinen Kindheits- und Jugendjahren häufig in der deutschen Jugendmeisterschaft teilgenommen und diese mal gewonnen? Häufig teilgenommen habe ich natürlich. Ich habe allerdings nie gewonnen, was nicht wirklich beeindruckend klingt. Also ich bin nie deutscher Meister geworden. Ich bin irgendwann U12 bin ich deutscher Vizemeister hinter Phyllis Osmanotja geworden. Bei U12 sind ja Jungen und Mädchen haben zumindest damals noch zusammengespielt. Und das letzte Jahr, wo ich gespielt habe, war, welches Jahr war das? Das weiß ich gar nicht. Es müsste 2011 gewesen sein. Da war ich noch 14 und habe aber U18 mitgespielt und habe das Turnier eigentlich die ganze Zeit ziemlich locker angeführt und bin dann durch die ganz unglücklichen letzten Runden bin ich auf einmal noch Dritter geworden. Es haben mich irgendwie zwei Leute auf einmal eingeholt von der Punktzahl, obwohl ich die ganze Zeit vorne war. Und dann hatte ich auf einmal die schlechteste Buchholz. Das war sehr undankbar. Also eigentlich hätte ich damals gewinnen müssen, die U18 Deutsche, und das tat weh, das nicht zu gewinnen. Deswegen habe ich danach auch nicht wieder die Deutschen mitgespielt. Also bin nie deutscher Jugendmeister geworden. Dieser Titel ist an mir vorbeigegangen. So, mein Gegner versucht hier immer noch matt zu setzen. Ich sehe aber noch nicht genau, wo das matt ist. Wobei C4 war ein sehr schlechter Zug. Jetzt geht Läufer D4. C4 war unfassbar dumm. Ich wollte C4, C3 machen, aber ich zwinge weiß dafür, mich Läufer D4 zu spielen. Also das war wirklich nicht gut. Ja, Läufer D4 kommt auch. Ja, das war erschreckend schlecht. Ich nehme mal hier raus und mache Dame C5. Wenn ich die Damen getauscht kriege, dann wäre das natürlich ein sehr großer Schritt. Mein Gegner wird sicherlich nicht die Damen tauschen, sondern Dame D2 ziehen, vermute ich. Gut, man könnte auch überlegen, die Damen zu tauschen, Turm C1 zu machen. Vielleicht geht das irgendwie konkret, aber grundlegend sollte, weil sie schon Dame D2 ziehen, ja. Kam auch. Und jetzt stehen alle meine Figuren irgendwie schlecht. Also beziehungsweise ich brauche halt hier irgendwie, meine Springer stehen sich gegenseitig im Weg. Ja. Recht C3, ja, ne, funktioniert. Ich mache mal Springer E5, aber ich stehe bestimmt schlecht. Besser jetzt deutsche Nummer 1 zu sein als in der Jugend. Ja, das definitiv. Also, ich meine, im Endeffekt, die Jugendtitel sind halt schön, aber man kann sich dafür natürlich relativ wenig kaufen. Also, klar, im Endeffekt ist es natürlich wichtiger, später beizukommen. Allerdings ist es schon irgendwie immer traurig, weil gefühlt alle deutschen Spitzenspieler irgendwie irgendwelche Titel vorweisen können aus ihren Jugendjahren und ich halt nicht. War halt einfach zu schlecht. So.
Das ist sehr gefährlich, was ich hier tue. Ich wollte Sprenger D3 machen, aber dann nimmt und dann kommt Dame H2 und ich werde matt gesetzt. Ich mache mal C3, ich versuche irgendwie die Notbremse zu ziehen. Auch wenn ich mir noch nicht sicher bin, wie genau ich das anstelle, aber ich muss halt, glaube ich, irgendwie auch die weiße Königsstellung ein bisschen öffnen. Ist natürlich ein Bauernopfer, aber ich glaube, ich kriege Kompensation. Ich weiß ja nicht, ja, Springer C3, gut, jetzt werde ich hier nehmen. Weil es kann nicht so richtig den Läufer wieder nehmen, weil wenn er mit dem Springer nimmt, kommt Springer F3, Springer D2. Dame können auch nicht nehmen, König nehmen sieht super riskant aus, also ich denke, FE5 ist der Zug. Und dann kann ich Läufer H5 machen, das war die Hoffnung, die ich hatte. Und wenn Weiß jetzt nicht irgendwie geschickt die Qualle opfert und mich matt setzt, dann ist auch der Königsangriff erstmal vorbei. Und wenn ich jetzt diesen Springer auf B8 entwickle, dann stehe ich wahrscheinlich schon fast auf Gewinn. Weil jetzt stehen die weißen Figuren doch etwas merkwürdig. Okay, Springer H3 will Springer F4 machen, aber ich glaube, das stört mich nicht. Springer F4 mache ich Springer E5 und droht Springer F3. Und Weiß hat jetzt doch ein ziemlich hohes Risiko, hier irgendwas einzustellen. Also ich denke, das sollte irgendwie mehr oder weniger gewinnen. Ja, zumindest in der praktischen Partie wird man das nicht verteidigen können. Ich sehe auch ehrlich gesagt nicht, welchen Zug Weiß machen soll. König F1 vielleicht, aber dann geht halt Springer C4, Springer E3 Schach. Also ich glaube, egal was Weiß macht, dann geht irgendeine Taktik wahrscheinlich. Es fühlt sich einfach nicht an, als ob man hier überleben darf. Ja, König F1 kommt. Ich mache mal Springer C4, Springer E3. Ja, und jetzt senkt der Springer auf C3. Das heißt, wahrscheinlich hätte man ein anderes Feld finden sollen statt F2, aber das ist halt super schwierig. Den A1 kann ich mitnehmen mit Schach. Dann kann ich hier einen Schach geben. Was ist der sauberste Weg? Okay, mein Gegner gibt auf. Ich denke, ich kann auf F2 nehmen mindestens und dann sollte das gut sein. So. Gegen wen habe ich denn hier noch nicht gespielt? D4, D5, C4, E6. Okay, wenn du das unbedingt willst, dann können wir das natürlich spielen. Dann warte ich jetzt aber auch bitte D5, wenn man sich schon so nennt. So, C4. G6. Also irgendwie, ich weiß nicht, ob das ein Troll ist, dieser Benutzername. D4, D5, C4, E6 oder will er das mit Weiß spielen? Ich verstehe es nicht. Jetzt muss ich Königsbinde spielen mit Weiß. Ich hatte mich jetzt auf Dame mit eingestellt. Versuche meinen Gegner von gerade zu imitieren und mache mal hier irgendwie auch so einen Angriff. Meine H4 ist natürlich kein guter Zug, aber es soll ja auch nicht darum gehen, dass ich hier die objektiv besten Varianten spiele. H5 allerdings sieht so aus, als hätte ich damit was erreicht. Jetzt kriege ich das Feld G5. Und das ist immer ein bisschen lästig für Schwarz, würde ich behaupten. Und okay, Springer C6. Habe ich Zeit für. Ah, wie spiele ich das jetzt? Ich mache mal Springer F3 einfach. Gut, ich habe natürlich mir selber das Feld G4 geschwächt, das muss ich zugestehen. Ich mache jetzt D5. Ich wollte halt nicht sofort D5 machen, weil da kommt Springer E5, aber jetzt ist Springer E5 sicherlich nicht so gut, weil ich den rausnehmen kann. Und nach Läufer F3 kann ich mir überlegen, ob ich mit dem Bauern oder mit dem Läufer nehme. Vielleicht sogar wirklich mit dem Bauern. Ich glaube, mit dem Bauern gefällt mir, weil sonst Läufer F3, Springer E5 kriegt Schwarz noch ein Tempo. Und hier wollte ich irgendwie F4, F5 machen und die Königsstellung von Schwarz aufreißen. Ich weiß nicht, ob Schwarz Springer G4 erlauben kann. Sieht halt so aus, als ob es fast den Springer einstellt. Aber gut, er könnte auch zur Not noch nach H6. Ja, Springer G4 kommt. Ich kann F3 machen. Der Springer kann nicht nach E3 wegen Dame D2, Springer G2, König F2. Das heißt, er muss nach H6. Ja, dann sieht F3 gut aus, wenn der Springer nach H6 muss. Und dann mache ich F5 vermutlich. Ich bin mir zwar nicht ganz sicher, ob das perfekt gespielt ist, aber der Springer auf H6 sieht halt so trostlos aus, dass das gefühlt einfach gut sein sollte. Aber das werden wir wahrscheinlich nachher noch sehen. Ich bin nur nach wie vor von meinem Gegner enttäuscht.
So, König H7. Dass mein Gegner halt nicht D5 und E6 gespielt hat, ist schon beunruhigend. Keine Ahnung, damit jetzt weiß ich normal aus. Jetzt bin ich halt meinen Doppelbauern losgeworden. Die schwarze Struktur ist schwächer geworden und auch der König auf H7 könnte irgendwann mal schwach werden. Ich werde wahrscheinlich dann rochieren, Turm nach G1 stellen und dann entweder sowas wie Läufer D3, E5 probieren. Oder halt, ja gut, ich will nicht unbedingt F4 machen, weil da kommt wieder ein Springer nach G4. Okay, mein Gegner will B5 machen, vermute ich, wenn ich jetzt lang rochiere. Ich mache mal zuerst Turm G1. Ich gucke mal, ob mein Gegner immer noch B5 machen möchte. Ist der Chess24-Chat eigentlich tot, oder? Ich habe zumindest da seit Ewigkeiten niemand mehr schreiben sehen. Okay, Dame E8. Tja. Wie spiele ich das jetzt? Läufer D3, kommt Springer D7 vermute ich. Ich muss irgendwie geschickt meine Leichtfiguren umgruppieren, vermute ich. Ich weiß ja halt nur nicht, was da geschickt ist. Oder ich fange mit langer Rochade an. Ich glaube, B5 kann ich einfach zweimal rausnehmen. Kommt auch sofort Springer D7. Und jetzt mache ich entgegen meiner Aussage vorhin vielleicht doch F4, weil jetzt ist Springer G4 im Moment nicht möglich. Ah ja. Okay, sind doch noch welche im Chess24-Chat unterwegs. Gut zu wissen. Alles gut, das war auch kein Vorwurf, aber. Ja, im Twitch-Chat schreibt ihr, ja, Titanmüller, das habe ich gelesen. Ich habe nur im Chess24-Chat nichts gesehen. So, was mache ich hier? Gefühlt sollte ich F5 ziehen. Ich muss halt irgendwie jetzt meinen Angriff fortsetzen. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich das hier komisch gespielt habe. Weil jetzt kriegt Schwarz schon einen Angriff irgendwie mit B4 und sonst irgendwas. Ich hoffe einfach, dass ich schnell genug bin. Gut, den werde ich wieder nehmen. Wenn Schwarz auf F5 nimmt, wird diese Diagonale offen, was mir nochmal sicherlich einiges an Angriffspotenzial bietet. Probiere mal Läufer D3 zuerst. Ich vermute, Schwarz muss früher oder später König H8 ziehen, um da aus der Diagonale rauszugehen. Ja, ist vielleicht alles nicht klar, was ich hier mache. Es kann sein, dass ich mich hier ein bisschen verrannt habe, um ehrlich zu sein. Verfolgst du aktuelle Entwicklung bezüglich Schachengines, Schachforschung? Finde ich diese Art der Forschung interessant. Tatsächlich ist es auf jeden Fall ein interessantes Thema. Ich verfolge es aber nicht wirklich. Also ich habe von Engines nicht so viel Ahnung, wie ich es gern hätte. Ich meine, ich gucke natürlich schon immer, was die besten Engines sind. Wobei ich ehrlich gesagt auch manchmal glaube, dass die beste Engine einfach die ist, mit der man am besten klarkommt. Also natürlich sollte man jetzt nicht irgendwelche Uralt-Engines nehmen, aber ob man jetzt Dogfish oder Leader benutzt, hängt auch einfach sehr viel damit ab, welche Engine man häufiger benutzt, desto besser kommt man dann auch mit der klar. Aber so aktuelle Entwicklungen verfolge ich nicht unbedingt. Ich kann nicht wirklich einschätzen, wie die Erfolge oder wie die Entwicklung in nächster Zeit sein wird, wie stark die Engines noch werden. Ich meine, die sind ja jetzt schon unfassbar stark, aber ich hoffe natürlich einfach, dass Schach nicht irgendwann tot ist dadurch, aber ich vermute mal, das denkt noch, dauert noch ein bisschen. So. Ja, ich habe jetzt den Springer auf F5 angegriffen, der halt schwer zu decken ist. Jetzt kommt der und jetzt kann ich den. Ich kann auf E7 auch rausnehmen. Läufer E7, Dame E7 und dann Turm F5 zum Beispiel. Andere Option ist Dame E2 und auf den H5 zu gehen. Ich weiß nicht, was richtig ist. Sieht beides gut aus. Ich mache mal Dame E2, weil der H5 ist nicht zu decken, soweit ich das sehe. Und dann sollte ich irgendwie gucken, dass das doch matt werden könnte. Okay. Gut, den werde ich wohl rausnehmen, wenn ich nichts anderes habe. Ja, gut, ich meine, ich werde jetzt auf Zeit gewinnen, aber. Oder ist das eine 3 plus 2 Partie? Es ist eine 3 plus 2 Partie, ja, das heißt, ich sollte nicht auf Zeit spielen. Ja, ich habe irgendwas falsch gemacht hier. Irgendwie lebt mein Gegner jetzt. Ich nehme jetzt auf E7 raus, Dame E7, Turm F5. Aber das habe ich mit Sicherheit schlecht gespielt. So. Dame H5 kommt Dame E3, das sollte ich unterlassen.
Kann ich Springer E4 machen? Ist unangenehm, dass mein Gegner nicht flaggen kann. Jetzt muss ich irgendwie Schachkenntnisse zeigen. Okay, oder ich kann meinen Gegner doch trotzdem flaggen. Ja, danke für die Partie. Ich habe aber auch nicht mehr gesehen. Springer F6 droht jetzt sehr unangenehm. So. Spielen wir mal gegen Labs Master. Gegen den habe ich auch noch nicht gespielt. Wow. Vielleicht hätte ich den Chess, wenn die Fortschritt doch nicht aktivieren soll. Also für den Witz, nur der Aue. Ja. Also ich glaube, das kann ich nicht mehr als Witz bezeichnen. Ich sollte ja Stafford Gambit spielen, auch wenn derjenige Zuschauer, der damals da war, wahrscheinlich das jetzt gar nicht mehr sehen wird, aber ich probiere es einfach mal, auch wenn ich es nach wie vor. D3. Ja, wie soll ich jetzt dieses komische Stafford Gambit spielen? Okay, ich Weiß noch eine weitere Chance. Ich lasse den Bauern. Okay, letzte Chance. Also, wenn Weiß jetzt nicht auf E5 nimmt, dann okay, gut. Ja, gut, dann keine Ahnung. Dann mache ich D5. Was soll man tun? Scheinbar haben die Leute zu viel Angst, wenn ich Stafford Gambit versuche. Spielst du bei Lead Chess auch? Ja, ich spiele auch auf Lead Chess. Also, ich spiele eigentlich auf allen Plattformen, die es gibt. Beziehungsweise. Lead Chess darf ich wahrscheinlich hier nicht sagen in dem Stream, aber ja gut, die Seite kennst du sowieso wieder. Manchmal gilt, je weniger Chats, je besser die Kommentare des Streamers. Bei Hikaru ist der Chat im Chaos geendet. Ja gut, wobei Hikaru ist natürlich trotzdem. Also Hikaru ist einfach ein Monster im Online-Blitzen, das muss man einfach so zugestehen. Also jedes Mal, wenn ich gegen Hikaru spiele, habe ich irgendwie keine richtige Chance. Er ist halt super schnell und sieht jeden Trick. Keine Ahnung, ich spiele gegen ihn halt immer fürchterlich schlecht, wenn ich irgendwann mal gegen ihn spielen muss. Kennst du Kugelboch? Bin auch da, die Leute haben Angst davor. Achso, du warst das BVB. Ja, also wie du gesehen hast, haben die Leute bei mir zumindest so viel Angst davor. Ich habe Kugelbuch irgendwann gesehen, aber ich habe mir noch nie wirklich einen Stream angeguckt, aber ich habe zumindest gesehen, dass es jemand ist, der Schach streamt, aber ich habe da noch nie wirklich reingeguckt, muss ich gestehen. Ja, und Labs Master hat definitiv sehr viel Angst vorm Stafford Gambit, also. Ich glaube, mehr Chancen konnte ich Weiß nicht geben, den Bauern auf E5 rauszunehmen. Gut, ich mache A4 ist natürlich kein schöner Zug. Also, gerade nachdem man A3 gemacht hat und nicht A5, ist A4 irgendwie sicherlich ein ziemlich schlechter Zug, weil das Feld B4 so schwach wird. Also, das sollte man nicht machen. Zumal ich den D3-Bauern auch theoretisch schon gewinne. Ja, ich denke, ich kann den einfach rausnehmen. Und dann habe ich einen Bauern mehr und stehe auch noch gut dazu. Also der B3 hängt. Ja, also ich meine, die Stellung ist ziemlich hoffnungslos für Weiß. Ich kann E4 machen, ich kann aber auch einfach F6 machen. Ich glaube, es ist einfacher. E4, Springer G5 und dann hängen meine Figuren so ein bisschen in der Luft rum. Ich hätte auch vielleicht auch sofort auf B3 nehmen können, sehe ich gerade. Turm B3 läuft E5, Turm F3 wäre gegangen. Das heißt, ich hätte den Bauern auch schon sofort mitnehmen können, aber er läuft halt auch nicht weg. Also. Kann ich mich da nicht wirklich beschweren? Denkst du, dass die absolute Weltspitze weitaus stärkere Schach-Engines, Computersimulationen zur Vorbereitung verwenden, die öffentlich noch gar nicht verfügbar sind? Ja, gut, also ich denke nicht, dass sie andere Engines haben, aber sie haben natürlich auf jeden Fall, also gerade für den WM-Kampf haben sicherlich beide Parteien Zugriff auf irgendwelche Supercomputer oder zumindest sehr starke Computer, also davon sollte man ausgehen. Beziehungsweise vielleicht auch gar nicht sie selber, sondern halt der oder die Sekundanten, je nachdem, wie viele da in dem Team sind. Ich habe jetzt nicht auf B3 genommen, sondern Turm D2 gemacht, um Läufer F2 zu drohen, beziehungsweise unter den Läufer B2 anzugreifen. Das heißt, naja, jetzt kann ich den Läufer rausnehmen. Springer nach D4 und Stellung ist ziemlich klar gewonnen. Ich meine, ich habe einen Läufer mehr und auch sonst irgendwie gefühlt alles mehr in der Stellung. Karo denkt mega schnell, wenn er seine Check-Check-Check-Ansprache hält und zeigt, wie das Match weiterläuft. Ja. Oh, Labs Master hat aufgegeben. Ja, gut, die Stellung war auch relativ hoffnungslos, denke ich. Dann gebe ich noch eine 5-Minuten-Partie, aber danach will ich, glaube ich, schnellere Partien spielen gegen Dr. Krankenstein.
Hoffe, dass nicht der nächste Nickname von Magnus nach Dr. Nüchterstein oder Dr. Drankenstein kommt. Jetzt hoffentlich nicht Dr. Krankenstein, aber die Zahl lässt nicht wirklich darauf hindeuten, dass es Magnus ist. Ja, wenn Dr. Krankenstein da ist, dann könnt ihr auch mal kurz ziehen. Hast du eigentlich mal für Lemgo auch Mannschaftskämpfe früher bestritten? Ja, klar, ich habe früher ständig für Lemgo gespielt. Habe mich in Lemgo innerhalb der Mannschaft immer weiter hochgearbeitet, bis ich irgendwann in der ersten Mannschaft spielen durfte. Aber ja, klar, da habe ich halt angefangen. Okay, Dr. Krankenstein ist nicht da. Ich warte mal noch 3 Sekunden. Und dann, gut, lehne ich das, breche das ab. Nicht ablehnen, aber abbrechen. Und dann nehme ich noch eine andere Partie. Okay. Gegen Bogdan. Ich versuche den Namen besser mal nicht auszusprechen, weil ich das bestimmt sonst völlig falsch ausspreche. Ja. Pures Endgame-Spezialist, der ganz bestimmt. Da müssen wir bestimmt Angst haben. Na doch, okay. Diesmal ist mein Gegner da. Ich wollte gerade schon sagen, ob jetzt gar keiner mehr hier ist. Ich versuche mal Volker Gambit zu spielen. B6, ja, das habe ich früher selber mit Weiß gespielt. Das ist nicht so schlecht, wenn man irgendwelchen Theorievarianten ausweichen will und halt vor allem irgendwie dieses typische Wolga-Gambit-Gegenspiel ein bisschen mindern möchte, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Ich hatte, glaube ich, irgendwann mal angeguckt, dass es aus irgendeinem Grund schlau ist, dieses D6-Springer D7 Turm B8 einzuschieben und dann sozusagen alle Schlagmöglichkeiten noch offen zu haben auf B6. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht genau, warum das so schlau ist. Ich weiß auch gar nicht, mit welcher Figur ich wirklich rausnehmen möchte. Mit dem Turm sicherlich nicht. Das sieht sehr komisch aus. Ich glaube, mit der Dame nehme ich mal. Ist wahrscheinlich einer der größten Französisch-Experten. Ja, das kann gut sein. Also, es gibt halt nicht viele Leute, die das auf Top-Niveau spielen und deswegen wahrscheinlich schon. Ich meine, gut, also absoluten Top-Spieler kennen sich natürlich überall aus, aber ich habe sicherlich mehr Zeit damit verbracht, Französisch zu analysieren als die. Ob das sinnvolle Zeitinvestition war, weiß ich nicht. Allerdings läuft meistens Französisch ganz gut. Also 1975 kennt nur mein Vater und meine Schwester von Mannschaftskämpfen gegen Lemgo. Ja, gut, früher habe ich da halt auch in dem Team gespielt, aber heutzutage halt nicht mehr. Ja, Läufer G5 ist ein bisschen lästig. G5 ist ein bisschen blöd, weil ich den E7 so schlecht decken kann. Und F6 sieht halt wirklich fürchterlich aus. Also F6 kann kein guter Zug sein, meiner Meinung nach. Das habe ich ein bisschen unterschätzt, Läufer G5. Ich habe den Zug zwar gesehen, aber ich dachte irgendwie nicht, dass es so schlimm sein kann. Dame D8 sieht auch nicht richtig aus. Ich kann versuchen, den Bauern zu opfern. Vielleicht mache ich das sogar. Ich glaube, ich probiere den Bauern zu opfern. Das ist wahrscheinlich nicht richtig, aber. Und ja, Patrick, natürlich kenne ich Wolfgang R. Ich glaube, jeder, der in Lemgo Schach gespielt hat, muss den kennen. Ja, ich denke, ich werde Läufer E7, Turm E8 spielen und dann Springer B5 und dann hoffen, dass ich Druck gegen E4 bekomme direkt. Bin mir trotzdem nicht sicher, ob das richtig war, aber die anderen Optionen haben mir halt nicht gefallen. Und ich denke schon, dass ich Gegenspiel kriege hier. Oh, Springer A4 habe ich nicht gesehen. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Weil jetzt fällt der D6-Bauer. Ja, so viel zu den guten Kommentaren. Also schachlich ist das Niveau gerade deutlich gesunken. Ja, den Zug habe ich einfach reingestellt. Frage ist, gehe ich nach A5 oder nach A7? Sieht beides nicht berauschend aus. Dame A5, Läufer D6, Turm E4, B3 und dann weiß ich nicht, was ich ziehen soll. Ich habe halt ein bisschen Angst, dass meine Dame auf A5 irgendwann gar kein Feld mehr hat. Deswegen überlege ich, eventuell auch Dame A7 zu ziehen. Ich mache mal Dame A7, aber ich stehe natürlich sehr schlecht jetzt. Vielleicht wäre Dame A5 auch richtig gewesen. Ja, Springer A4 habe ich komplett eingestellt. Also wirklich komplett. Aber mein Gegner ist natürlich auch nicht so schlecht. Das heißt, ich habe jetzt wirklich Angst, dass ich hier diese Partie verliere.
Kann ich Turm B4 machen? Also Turm B4? Sieht eigentlich auch nicht aus, als ob es funktioniert. Ja, okay, ich muss ziehen. Ich habe halt überlegt, Springer C5, Turm E2, Dame E2, Springer C5, aber ich glaube, nach Turm C1 würde ich meine Leichtfiguren nicht halten können. Aber ich wusste auch nicht, was ich sonst ziehen soll. Also Springer C5 ist wahrscheinlich einfach gut. Oh Gott. Ich wollte doch keine Partie verlieren hier. Mann, Mann, Mann. Okay, vielleicht kann ich zuerst hier nehmen und dann Turm E2? Oder stelle ich da irgendwas ein? Läufer C5, Turm E2. Wieso wird das jetzt so taktisch hier? Vielleicht geht irgendwie sowas wie Dame C1. Okay, stellen wird mir selber zu kompliziert. Dame C1 könnte gut sein. Gut, ich kann dann sowas wie Turm B6 machen, wenn ich den Springer auf C7 nicht verlieren will. Ist gut, dass mein Gegner jetzt viel Zeit reinsteckt. Dadurch werde ich das vielleicht überleben. Ich glaube, ich habe meinen Gegner ausgetrickst. Zwar nicht unbedingt verdient, aber irgendwie habe ich das geschafft. Ich mache mal Dame D6. Ja, wenn ich jetzt meine Figuren irgendwie langsam, aber sicher koordinieren kann. Weil es hat natürlich zwei Bauern, allerdings habe ich jetzt sehr viel Kontrolle über die Stellung durch die zwei Läufer und das stellt Läufer F5 leider ein. Puh, da habe ich nochmal Glück gehabt. Da habe ich nochmal sehr viel Glück gehabt. Kann ich auf. Ich denke, ich kann auf D5 nehmen. Turm D1, Springer E3. Wobei ich verliere den A6 am Ende. Das war irgendwie eine sehr komische Entscheidung. Es war nochmal eine dumme Entscheidung. Aber okay, ich gewinne halt auf Zeit. Ja, tut mir leid, also mein Gegner hat sehr stark gespielt, hat mich eigentlich völlig an die Wand gespielt. Nordauer, eine Minute. Ja komm, ich habe noch nie Bullet gespielt im Geschwätzblitz. Ja, Bogdan, GG. Ja, hat mich komplett überspielt. So, Nordauer, dann Bullet, ja. Okay, komm, ich spiele aber einfach meine normale Eröffnung. So. Dann rochiere ich mal lang und mache irgendwie. Ja, ich mache erstmal König B8 und dann F6, G5, G4, keine Ahnung. Ist wahrscheinlich Quatsch, was ich hier tue, aber. Habe noch nie eine Bullet-Partie beim Geschwätzlitz gespielt, aber gut, man hat sogar eigentlich genug Zeit, um noch ein bisschen Stellung zu finden. So G4 und jetzt wird es auch schon matt, also das war keine gute Herangehensweise von meinem Gegner. Läufer D6. Okay, kann ich irgendwo matt setzen? Turm A1, Turm E8 und dann König D3. Ja, ich sehe das matt noch nicht, aber ich habe auch nicht gesehen, was ich sonst machen soll. Ich kann auch König D3, Springer B5. Springer B4, komm, ich versuche mal für die Galerie zu spielen. Springer B4, Dame B5, König C2, Dame C4 und dann gewinne ich mindestens den Turm auf E1. Also war zumindest nicht schlecht. Hätte vielleicht auch schönere Sachen gegeben, aber ja, jetzt gewinne ich den Turm, weil die Dame gefesselt ist. Okay, das sollte jetzt aber irgendwie matt werden. Nordauer, ich habe doch zu viel Material. Vorteil. Den Läufer nehme ich auch noch mit. Und C1, Turm D3, wo ist denn das matt? Springer D5, Springer B6. Na, schlecht, dass die Partie immer noch andauert. Okay, jetzt habe ich einfach auf Zeit gewonnen. Ich habe kein Matt gefunden. Und ich habe meine Bullet-Zahl ein bisschen erhöht. Ich wusste gar nicht, dass ich überhaupt eine Bullet-Zahl habe. Okay, ich kriege gerade von Jupp noch eine Minute. Ich mach noch eine letzte Bullet-Partie. Es tut mir leid, wahrscheinlich sollte ich hier nicht so viel Bullet spielen, aber wenn ich schon herausgefordert werde, dann mache ich das. Aber das ist auch die letzte 1-Minuten-Partie. Es tut mir leid, hier soll ja eigentlich Schach gezeigt werden. Ich spiele Karo Kann. Turm E8 Schach, A5. So, und jetzt müsste man wissen, wie man das richtig spielt. Machen hier A5 oder erst Springer F8. Bringe hier immer alles durcheinander in der Variante. Okay, ich mache mal H4, weil ich nicht matt gesetzt werden will direkt. F6. Sieht ein bisschen krumm aus, aber ich habe, glaube ich, alles unter Kontrolle und F4 geht nicht, weil der Läufer auf E3 hängt. Gut, den kann ich rausnehmen.
Dame E7, ich würde Dame E4 und die Damen tauschen, dann wäre ich sehr glücklich. Aber Weiß muss die Damen tauschen. Ja, jetzt nach Läufer 5 wird es matt. Das ist wahrscheinlich sogar schon fast matt im nächsten. Ich sehe zumindest nicht, wie man das verteidigen soll, Dame C2 kommt. Okay, gut, ich kann auch ein bisschen Bullet spielen und habe meine Bulletzahl ein wenig erhöht. Okay, so, das war jetzt aber die letzte, wie gesagt. Dann spiele ich jetzt eine 3-Minuten-Partie gegen Dangerous Right. Auf welchem Schachserver spiele ich am häufigsten? Tatsächlich leider nicht auf Chess24. A4, Dangerous Right. Ich weiß nicht, was das soll. Soll ich jetzt hier mitmachen bei dem Troll? Oder ich mach mal D5. Ich weiß nicht, ob das ein Troll ist oder was auch immer. Aber jetzt spiele ich schon kein Bullet mehr und jetzt kommt fast größere Quatsch in der Öffnung als vorher. Aber gut, da kann ich nichts gegen machen. So, E4, D4, dann kann ich jetzt mal wieder in den Chat gucken. Der Interview im Schachgeflüster-Podcast war auch sehr interessant. Ja, danke. Weiß nicht, ob da so viel Spannendes bei rumgekommen ist, aber ja, Denitor-Schach boomt, auch die Presse meiner Meinung nach davon kaum. Aber die Presse nimmt meiner Meinung nach davon kaum Kenntnis, hat jedenfalls auch in der regionalen Zeitung so gut wie keine Berichte über Weigernsee und Opera Eurorapid gesehen. Sehr schade. Ja, na gut, ich glaube, über Alex in Weigernsee gab es auf jeden Fall irgendeinen Zeitungsbericht. Ich weiß schon gar nicht mehr von welcher Zeitung, aber irgendwas hatte ich gesehen. Aber ja, ich glaube, von dem Online-Turnier habe ich zumindest bei mir gar nichts gesehen. Deine Schwarzbilanz beim letzten Online-Turnier war ja auch super. 2 Siege, 5 Remis und 0 Niederlagen. Mit Weiß ist noch Luft nach oben gewesen, ja. Mit Weiß hatte ich halt sehr viel Pech irgendwie. Also ich glaube nicht, dass es nur an der Farbe lag. Ah, Dame C7 war kompletter Müll. Jetzt habe ich Springer G5 eingestellt, wie ein absoluter Anfänger. Jetzt habe ich zu sehr auf die Fragen geachtet. Ja, Springer G5 ist halt genau das, was man nicht zulassen sollte. Ich sollte die Dame halt nach E7 stellen, dann stehe ich bequem. Oh, meine Güte. Ja, wie spiele ich das jetzt überhaupt? Sieht so schrecklich aus, diesen Läufer abzugeben, aber ich muss ihn ja fast abgeben. Ich sollte nicht zu viel die Kommentare lesen, dann leidet scheinbar mein Spiel drunter. Also, Springer G5 ist wirklich kein Zug, den man einstellen sollte. Ja, aber wie gesagt, also da in dem Online-Schnellschachturnier mit Weiß hatte ich halt irgendwie sehr viel Pech, weil die Stellung, die ich nach der Öffnung hatte, waren teilweise zumindest nicht so schlecht. Also, gegen Wesley So war es halt irgendwie eine komplett kranke Partie, aber es wäre halt alles möglich gewesen, habe ich halt am Ende verloren. Die meisten Weißpartien habe ich eine vernünftige Stellung gehabt und wurde dann irgendwann überspielt und mit Schwarz ist das halt nie passiert, komischerweise. Ah gut, das ist dann manchmal auch ein bisschen Glück und Pech, aber ja, es war schon sehr auffällig irgendwie, dass ich mit Schwarz deutlich besser gescored habe. Ich glaube, F4 war ein ziemlicher Fehler. Jetzt habe ich H6, der Springer muss nach F3 und dann kann ich den F4-Bauern mitnehmen. Und Abzüge gehen halt auch nicht, weil ich noch einen Schach auf E3 habe. Also F4 war ein ziemlich großer Fehler, also man sollte einfach abwarten mit Weiß und dann steht man halt wahrscheinlich sehr angenehm mit Weiß, weil man eben diesen Weißfeldringläufer gewonnen hat. Der stärkste 2000er Bullet-Spieler. Ich glaube, ich habe jetzt 2-1. Also nicht mehr ganz so schlimm. Ultra Bullet ist beliebt, ja. Ja, gut, Ultra Bullet habe ich nie wirklich gespielt, muss ich gestehen. Also Bullet hat mir schon immer gereicht. Da finde ich, kann man schon noch normale Schachpartien spielen, aber Ultra Bullet ist dann zu viel des Guten. Okay, H4 ist interessant, um die Figur zu geben, aber es kann eigentlich nicht ausreichen. Aber gut, ich kann meinen Gegner verstehen, dass die Stellung nach Springer F3, Dame F4 wirklich nicht schön aussah. Wenn ich diesen F4-Bauern kriege, fällt da die ganze Stellung zusammen, dann habe ich auch das Feld E5 unter Kontrolle und dann stehe ich extrem gut. So, jetzt hat Weiß natürlich ein bisschen Kontrolle über die Stellung, aber halt eine ganze Figur weniger. Also ich werde F6 machen, das hier anknabbern und. Ah ja, Spiegel Online war das mit dem Artikel über Alex. Ja, genau, das hatte ich mitbekommen, ja. Du immer spielst diese Eröffnung. Ich weiß nicht genau, welche Eröffnung Bogdan meint, aber. So, Dame G4. Wie spiele ich das denn jetzt? Stellung ist nicht so einfach, wahrscheinlich. Weil es hat schon relativ viel Gegenspiel, weil wenn dieser Läufer irgendwo nach D5 kommt, fliegt mir meine Stellung um die Ohren.
Ich mache mal Springer E7. Oh Gott, ich habe Dame E6 eingestellt, was nicht der Plan war. Ich glaube, es ist nicht so schlimm, aber ich habe Dame E6 komplett übersehen. Ich wollte nur schon mal Läufer D5 aus der Stellung rausnehmen. Gut, jetzt mache ich, glaube ich, F5 und versuche das hier so ein bisschen zu schließen. Okay, Dame H4. So, jetzt muss ich irgendwas mit dem Springer auf D7 machen. Der spielt halt einfach noch nicht mit. Ich weiß aber auch nicht, wohin der wirklich sollte. Hat irgendwie keine guten Felder. Ich gehe mal nach B8 und nach C6, aber es sieht irgendwie ein bisschen krumm aus. Okay, jetzt macht mein Gegner E5. Ich glaube, da bin ich aber froh drüber. Ich mache mal König F7. Ich hoffe, E6 ist jetzt kein Problem. Okay, jetzt mache ich Turm H8. Nach E6 kann ich nach G8 gehen. Okay, mein Gegner spielt jetzt einfach schnell. Das sollte ich wahrscheinlich auch tun, sonst verliere ich auf Zeit. Der Gegner spielt sogar sehr schnell. Ich kriege es gerade doch ein bisschen mit der Angst zu tun, dass ich hier einfach über die Zeit gezogen werde. So, ich glaube, ich kann jetzt. Ah nein, ich kann hier nicht nehmen. Ich bin voll Idiot. Er hätte zweimal auf E6 nehmen können und dann auf. Und dann Läufer D5 gehabt am Ende. Jetzt habe ich König G7. Jetzt bin ich da wieder raus. Okay, den tausche ich. F4. So, König F7. Okay, ich dachte, mein Gegner macht. Wow. Das war ein Mousestep Turm H5, okay. Ja, so viel zu meinen Bullet Skills. Güte, mein Gegner ist echt schnell. Tut mir leid für die Qualität, die ist gerade miserabel, weil ich irgendwie die Züge meines Gegners nicht wirklich erwarte. Ja, okay, das war jetzt irgendwie ein sinnloses Geflagge, aber ich will hier keine Elo verlieren, natürlich. Deep Blue. Ich hoffe, das ist nicht tatsächlich die Engine. Ach, Dangerous Ride spielt immer diese Öffnung. Ah, jetzt verstehe ich das von Bogdan. Ja, DR, ja, Dangerous Ride. Ja, GG, Dangerous Ride. Das war knapper, als ich es eigentlich wollte. Ich kann jetzt noch einmal das Stafford Gambit spielen. Ja, ich spiele mit Weiß demnächst erstens E3 und D4 französischem Anzug. Dann läuft es sehr vielleicht. Vielleicht sollte ich das probieren. Hast du Jan und Rustam bei den Rocket Beans gesehen? Schaust du selber irgendwelche Schachstreams? Ich versuche es immer mit diesem Stafford Gambit, aber es geht halt nicht. Keiner meiner Gegner möchte auf E5 rausnehmen. Also kein einziger. Das ist doch ein Witz. Also ich meine, wie lange soll ich den Bauern denn hier einstellen? Also ich meine, viel mehr geht nicht. Ja. Irgendwo ist dann auch so eine Schmerzensgrenze durch. Das ist jetzt die letzte Chance, auf E5 rauszunehmen für meinen Gegner, wobei jetzt ist vielleicht auch gar nicht. Okay, jetzt macht es. Ich wollte gerade sagen, jetzt ist vielleicht auch gar nicht mehr so toll, weil ich jetzt schon direkt auf die E-Linie komme. Ja, Springer F3. Ja, jetzt kann ich Dame E7 machen direkt. Das hat zwar, glaube ich, nicht mehr viel mit Stafford Gambit zu tun, aber. Ja, natürlich sind das keine Elo. Also ich weiß, dass es nur Chess24-Punkte sind und ich meine das auch nicht ganz ernst, dass mir die Zahl hier wichtig ist, aber es geht ums Prinzip, man möchte keine Partien verlieren. Ja. Achso, die Frage war, ob ich selber irgendwelche Schachstreams schaue. Also ja, ich habe gesehen natürlich, dass sie bei den Rocket Beans sind. Ich habe mir aber diese Show bei den Rocket Beans, ich glaube, ich habe irgendwann mal so ein paar Minuten reingeguckt, aber ich habe es mir nicht wirklich lange angeguckt, muss ich gestehen. Okay, jetzt gewinne ich eine Figur auf E2. Aber gut, nach Springer F4 war es wahrscheinlich auch schon schwierig. Aber das ist natürlich jetzt mit Schach eine ganze Figur. Dann nehme ich den C3 noch mit und mache Springer C6. Aber ich schaue nicht so viele Schachstreams. Also hin und wieder, wenn ich nichts zu tun habe, dann gucke ich in irgendwelche Schachstreams rein. Ich meine, ich muss im Moment leider immer noch lernen. Habe noch eine Prüfung im März. Ja, aber ansonsten, wenn ich gerade irgendwie keine Lust habe, irgendwas zu machen, dann gucke ich da manchmal rein. Ich gucke zum Beispiel, muss ich sogar gestehen, teilweise abends einfach bei PogChamps rein. Also die schachliche Qualität ist zwar nicht so hoch, aber wenn man gerade nicht weiß, was man tun soll, dann ja, ist das durchaus unterhaltsam, eigentlich dazu zu gucken. Aber jetzt bei den deutschen Schachshows, also bei Rocket Beans oder so, habe ich eigentlich bisher noch nicht groß reingeguckt, aber mache ich vielleicht noch irgendwann, wenn ich mal dazu komme und rechtzeitig da bin. Warum interessieren sich mehr Unternehmen als Sponsoren für Schachwettkämpfe und oder engagieren sich in der Förderung talentierter Spieler Schach so ein idealer Werbeträger? Kann ich dir wirklich nicht sagen. Also ich meine, Schach lebt halt sehr oft von einzelnen Leuten, die halt irgendwie viel Geld haben und da was rein investieren. Also in Deutschland ist es natürlich zum Beispiel die Krenke AG, also halt Wolfgang Krenke, der sich halt für Schach begeistert und halt eben sehr viel
Geld da natürlich dann reingesteckt hat. Also der hat sicherlich eben viel fürs deutsche Schach schon getan. Ja, aber es scheint schwierig zu sein, Sponsoren zu finden. Ich studiere Mathe, BVB. Ja, ist vielleicht ein idealer Sport, aber es hat halt eben trotzdem noch so ein etwas langweiliges Image und gibt einfach nicht so viele. Beziehungsweise es hat, glaube ich, auch in Deutschland versucht, irgendwie wenig Leute wirklich Sponsoren zu finden. Also ich hab mich da bisher auch noch nie wirklich mit auseinandergesetzt. Ich habe jetzt einfach mal die Damen getauscht und nach Turm E1 werde ich halt auch noch einen Turm tauschen, aber ich habe halt eine ganze Figur mehr, also sollte das alles nicht so schlimm sein. Ich denke, Turm E1 ist normal, aber ich meine, es ist halt eine ganze Figur. Ich wüsste nicht wirklich, wie weiß hier noch wirklich kämpfen soll. Ja, Springer D2, gut, dann kriege ich das Feld D4 für meinen Springer. C3 geht nicht wegen Läufer D3 und Turm C1 geht auch nicht wegen Springer C2, Läufer D3. Das heißt, Springer D4 hat schon irgendwie wieder Material gewonnen und jetzt gewinne ich natürlich hier den Turm. Das ist ein bisschen zu viel. Ja, und die Blue gibt auf. Dann gucken wir mal. Kroko van Dil. Auch ein interessanter Name. Ja, dann mache ich mal erstens E3. Stand zumindest gerade im Chat. Das war zwar kein Eröffnungsvorschlag, aber mache ich mal. Dann kopiere ich einfach mal meinen Gegner mit. Diesen Pianchetto da. Weiß nicht genau, was das für eine Öffnung ist, aber ich gucke einfach, dass ich eine spielbare Stellung kriege. Nach Rochade, ja, ist natürlich super symmetrisch. Ich nehme auf C5, damit es nicht ganz so symmetrisch wird. Jetzt nimmt Schwarz so wieder. Jetzt mache ich C4 und wahrscheinlich kriegen wir irgendwann früher oder später so D5, CD5, ED5 und dann. Oder D6 geht natürlich auch, ja. Ist auch völlig okay. Aber ich wollte halt die Symmetrie irgendwie ein bisschen aufbrechen. Ich hatte Angst, dass es eine komplett langweilige Partie spielt. Wird. So, jetzt Turm AD1. Hab natürlich so Ideen mit Springer G5, Springer D5 im Hinterkopf, aber es ist noch ein bisschen früh dafür. Also vor allem, wenn Schwarz Springer BD7 zieht, wird es nie gehen. Okay, jetzt könnte man, ja, wobei, ich meine, es ist nicht wirklich drin. Ich mache mal erstmal Dame B1, um aus irgendwelchen Springer B4 Tempi rauszugehen. Patrick the Fall, meinst du, dass du dieses Jahr nochmal bei Champions Chess Tour mitspielen kannst? Das weiß ich nicht, also ich vermute eher nicht. Also ich meine, es gibt natürlich immer dieses Voting, was interessanterweise, glaube ich, noch nicht aufgelöst wurde, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da keine große Chance habe. Also es wird wahrscheinlich schwierig. Also ich hatte halt, habe halt eben die eine Chance bekommen und habe es halt nicht geschafft, mich. Ich meine, gut, das ist natürlich auch ein bisschen utopisch zu hoffen, dass ich da wirklich mich fürs nächste Event qualifiziere sportlich, aber. Ich hoffe natürlich, dass ich nochmal eine Chance kriege, weil ich bin halt ein bisschen unzufrieden, dass ich nicht so viele Punkte geholt habe im Endeffekt, weil ich glaube schon, dass deutlich mehr drin war, als ich dann im Endeffekt rausgeholt habe. Aber gut, ich meine, ich kann schon froh sein, dass ich überhaupt mal drin war. Also. So, ich mache mal H3. Das hat jetzt keinen großen Sinn gehabt, aber einfach ein Abwartezug. Ich weiß auch nicht genau, was Schwarz machen möchte demnächst. Solche Stellungen sind immer super schwierig zu spielen, weil keiner so einen konkreten Plan hat, was er tun soll. Also zumindest ich habe überhaupt keinen Plan. Ich mache mal Springer G5. Ich glaube zwar nicht, dass Springer D5 wirklich droht. Das wäre zwar schön, aber das Problem ist, der König wird halt nicht matt, weil der Läufer auf F6 wieder nehmen kann. Und jetzt wollte ich Springer E4 machen und so einen Springer tauschen und den Läufer auf B2 so stark werden lassen. Hoffe ich zumindest, dass er dann stark wird. Okay, der. Habe ich jetzt irgendwas Besonderes, was ich machen kann? Wahrscheinlich nicht. Okay, ich nehme einfach raus und mache Springer E4. Ich spiele es mal einfach simpel und nehme mir der Dame wieder. Das Einzige, was ich gerade gerechnet habe, ist, dass ein Springer E5 wahrscheinlich nicht wirklich geht wegen Springer D6, aber es ist halt auch das Einzige, was ich gerechnet habe. Wahrscheinlich geht jeder andere Zug für Schwarz und dann weiß ich nicht wirklich, was ich tun soll. Wenn du nicht Mathematik studieren würdest, was wäre ein mögliches alternatives Studienfach für dich gewesen? Ja, also was ich mir halt noch vorstellen könnte, wäre Informatik. Also ich wollte halt irgendwas, was möglichst wenig Praxis in erster Linie hat. Mein Gegner macht tatsächlich Springer E5. Okay, ich dachte Springer D6 geht, Turm D6, Dame E5, Turm D2, Dame C7. Vielleicht stelle ich auch selber irgendwas ein. Also ich denke, Informatik wäre eine Wahl gewesen. Ich habe damals auch überlegt, ob ich Physik studieren soll. Aber ich glaube, im Nachhinein wäre es einfach zu praktisch gewesen. Also das ist mir irgendwie
wahrscheinlich schon zu viel Praxis. Gut, man kann natürlich später theoretische Physik oder sowas studieren, aber ich glaube, wenn man Physik studiert, muss man auch irgendwelche Versuche machen und da hört es bei mir schon immer auf. Oh, ich habe wirklich was eingestellt, ja. Meine Güte. Ja, Dame C6 habe ich halt natürlich eingestellt und wenn ich das Matt verhindere, dann kommt Turm D6 und ich kann nicht mehr auf E5 rausnehmen. Doch, ich kann auf E5 rausnehmen. Okay, ich habe Glück, aber nicht. Also das ist halt mehr Glück als Verstand. Turm D6, Turm D6, Turm D6 und dann habe ich Dame E5 und der Turm auf D1 ist gedeckt, aber das war wirklich jetzt pures Glück. Bei Lead Chess heißt es tatsächlich MSB2. Frag mich bitte nicht warum, aber ich glaube, MSB3 war schon besetzt. Deswegen musste ich die 2 nehmen. So, und jetzt gewinne ich diesen Bauern, aber das war wirklich mehr Glück als Verstand. Ich habe damals C6 wirklich eingestellt. Okay, jetzt habe ich Läufer C2. Ja, gut, jetzt soll das vorbei sein. Ich gewinne jetzt noch einen Bauern auf C5. Und ich habe natürlich auch einfach viel mehr Zeit als mein Gegner, was, glaube ich, das Hauptproblem ist für meinen Gegner. Aber gut, 2 mehr Bauern im Damenspiel sind auch zu viel des Guten. So, ja komm, spiele ich einmal gegen Rotwein 01. Ist noch einmal eine 5-Minuten-Partie. Was habe ich noch nicht gespielt? F4 habe ich noch nicht gespielt. Ja genau, Jupiter 42 hat MSB2 reingeschrieben. Ja, okay, F5. Ja, okay. Mein Gegner ist nicht gewillt, F4 wirklich auszunutzen. Meine F5 kann man wahrscheinlich einfach spielen. Das habe ich definitiv noch nie analysiert. Ich mache mir jetzt so eine Art Doppelvier-Enchetto. Und dann gucken wir mal, wie schwarz sich aufbaut. So. Also ich vermute, ich werde irgendwie rochieren und dann versuchen, D3, Springer D2, E4 durchzusetzen. Ich muss halt gucken, dass ich bei D3 nicht irgendwie das Feld E3 oder sowas zu sehr schwäche oder die Diagonale. Aber gut, D6 deutet darauf hin, dass Schwarz nicht unbedingt plant, diese Diagonale zu besetzen von C5 bis G1. Deswegen mache ich mal D3. Springer G4 kann trotzdem lästig sein, aber es ist tatsächlich trotzdem lästig. Ich dachte, das ist nicht so gefährlich, aber ich muss vielleicht sowas wie Dame C1 ziehen. Ich kann natürlich auch Dame D2 machen. Ich glaube, ich mache Dame C1 und dann werde ich H3 und Springer D2 machen und dann E4. Das war wahrscheinlich nicht die beste Herangehensweise gewesen, aber okay, Läufer F6. Gut, den muss ich fast rausnehmen, weil sonst nimmt Schwarz auf B2 und macht Springer E3. Ja gut, jetzt habe ich aber H3, der Springer muss weg. Und dann kann ich sofort E4 machen jetzt, glaube ich. Jetzt stehen die Figuren ein bisschen komisch von Schwarz. Also ich glaube, Läufer F6 war wahrscheinlich nicht optimal. Aber ja, also ist wahrscheinlich trotzdem nicht so viel los, aber jetzt bin ich wahrscheinlich ein bisschen besser entwickelt und kriege ein bisschen Raumvorteil im Zentrum. Was manchmal schon relativ viel wert ist im Schach. So, Dame G6. Ich mache mal Dame E1 und deck beides. Vielleicht hatte ich auch andere Züge, aber Dame E1 ist der simpelste. Ich überlege halt gerade, wenn Schwarz mich lässt, ob ich dann sogar E5 mache oder nicht. Aber das werden wir gleich sehen. Sonst mache ich erstmal Springer D2 und entwickle mich zu Ende. Aber ich denke, jetzt stehe ich in E5 selber. Okay, gut, den werde ich rausnehmen. Das ist erstmal ein Bauer. Ich werde mir zumindest zeigen lassen, wie Schwarz das geplant hat. Vielleicht war es auch ein Einsteller, das weiß ich nicht. Dame E8, ja, jetzt nehme ich auf F5 und jetzt kommen auch Läufer D5-Ideen ins Spiel. Ich hoffe, du bist künftig häufiger mal auf Chess24 zu sehen. Ja, danke Jupiter 42. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, ob ich hier jetzt häufiger sein werde. Also für jetzt ist es definitiv erstmal das letzte Mal. Ich hatte jetzt natürlich auch sehr viele Streams in letzter Zeit hier. Das heißt, ihr könnt euch hier ein bisschen von mir erholen. Ich weiß nicht, ob ich hier in Zukunft was machen werde. Ich glaube, da bin ich wahrscheinlich nicht der richtige Ansprechpartner. Das ist ja nicht wirklich die Frage. Kann ich ja nicht wirklich beantworten. Ich weiß nicht, was hier geplant ist. Okay, Springer E3 verwirrt mich komplett. Kann ich doch einfach rausnehmen, oder?
Ich meine, ich hätte sowieso jetzt genug Material gewonnen mit dem Turm auf A8, aber ich verstehe den Zug nicht so ganz. Ich meine, klar, H3 hängt mit Schach, aber es tut ja nicht so viel zur Sache. Ich wollte eigentlich, der Stream sollte 1,5 Stunden gehen, das heißt so ungefähr bis 9:30, also nicht mehr so lange. Johnny67, ich werde vielleicht noch 2 Partien einfach machen jetzt nach dieser. Ich mache mal Springer D2, ich will nicht irgendwie matt gesetzt werden. Aber jetzt, der Turm hängt nach wie vor und ich habe so viel Material mehr, dass das gleich vorbei sein sollte. Also ich vermute, ich werde noch 2 Partien schaffen nach dieser. Chip0991. Ich habe natürlich irgendwann mal drüber nachgedacht, weil gefühlt irgendwie jeder das macht, aber ich weiß nicht, ob Stream so unbedingt mein Ding ist. Also ich könnte sein, dass es eher nicht so mein Ding ist. Ich habe es ja jetzt hier ein paar Tage gemacht und es ist tatsächlich anstrengender, als man denkt. Und ich weiß auch nicht, ob meine Kommentare irgendwie ansatzweise sinnvoll sind. Okay, ich spiele jetzt noch einmal gegen Patrick. Also wahrscheinlich aktuell eher nicht. Kann aber sein, dass ich es irgendwann mache, aber ich weiß nicht. Also irgendwie fehlt mir so ein bisschen der Antrieb dazu. Also ich wüsste nicht genau, was ich streamen sollte und ich glaube auch nicht, dass es so spannend wäre wahrscheinlich. Ja, spiel mal nimmst du Indisch und einfach irgendwas Normales. Läufer D2, okay. Will mich mit meinen eigenen Waffen schlagen. Das Läufer D2 habe ich ja selber schon sehr oft gespielt. Gut, jetzt nehme ich mal auf C3 und Springer E4. Jetzt kriege ich wahrscheinlich diesen Läufer. Läufer B4 geht zwar, aber dann kann ich C5 wahrscheinlich machen. Bin mir nicht ganz sicher, was das... Okay, macht mein Gegner auch nicht. Gut, dann kann ich rausnehmen auf C3. Sollte ich zumindest okay stehen hier. C5 nimmt man wahrscheinlich raus, das könnte blöd sein. D5 sieht halt, ist wahrscheinlich völlig okay, aber sieht halt langweilig aus. Ich mache mal B6. Ist wahrscheinlich objektiv nicht der beste Zug, aber D5 sieht irgendwie zu langweilig aus, ehrlich gesagt. Kannst du ja bei der Gelegenheit beneidisch einen Blick riskieren in Sachen Kommentierung eigener Partien des 9 plus Ultra. Ja, gut, also ich meine, das Einzige, was ich von Neidic gesehen habe, war seine Beurteilung von mir als Spieler. Ich werde vielleicht irgendwann mal bei ihm reingucken. Ich habe bisher noch nicht so oft bei ihm reingeguckt, aber ja gut, er ist natürlich nach wie vor ein sehr starker Spieler und er macht das sicherlich gut. Jetzt mache ich D6. Weiß nicht genau, was ich hier tue. Ich meine, ich habe Weiß natürlich das ganze Zentrum gegeben, was ein bisschen zweifelhaft war. Ich finde, du hast das sehr souverän gemacht. Das Nebenstudium schachseitig etwas schwer wird. Ja gut, ich meine, die Sache ist, man weiß natürlich nicht im Moment, was schachlich überhaupt ansteht in der nächsten Zeit. Das ist ja nach wie vor so das Problem. Studientechnisch habe ich tatsächlich, wenn ich jetzt diese eine Prüfung hinter mir habe, habe ich tatsächlich dann so den Rest vom März einfach im Prinzip nichts zu tun. Das heißt, theoretisch hätte ich genug Zeit, das anzufangen, aber weiß noch nicht, ob ich das wirklich machen werde. Okay, ich nehme mal hier auf F4 raus. F4 ist natürlich ein sehr natürlicher Zug, aber dieses Feld E5 ist halt ziemlich wichtig und das ist halt jetzt sehr schwach. Also Weiß sollte fast sogar überlegen, hier selber E5 zu ziehen und den Bauern zu opfern. Aber gut, das ist wahrscheinlich ein bisschen too much, aber dieses Feld E5 zu kontrollieren, ist sehr praktisch aus schwarzer Sicht. Also positionell steht man sehr gut. Das heißt, ich versuche die Damen zu tauschen, weil das dann gut wäre. Kuschubser. Ja, also das ist halt, glaube ich, einfach nicht die Frage an mich. Fabi555, schön, deine Stimme zu hören. Das hat mir tatsächlich, glaube ich, noch nie jemand gesagt. Also ich bezweifle, dass meine Stimme besonders schön zu hören ist, aber danke trotzdem. Neidisch ist halt menschlich eben manchmal ein bisschen schwierig, beziehungsweise lässt sich halt sehr schnell zu irgendwelchen Äußerungen hinreißen, die man vielleicht sein lassen sollte. Aber klar, schachlich ist natürlich nach wie vor ein starker Spieler, auch wenn er halt elo-technisch in letzter Zeit ein bisschen abgebaut hat. Aber ich denke, er macht das bestimmt gut auf Twitch, aber ich habe da halt noch nicht so oft reingeguckt, wie gesagt. Ich bin 23, Fabi. So, ja, also ich denke, ich spiele positionell sehr gut. Den Bauern auf C5 werde ich mit dem D-Bauern wieder nehmen. Okay, wir haben schon 9:30. Ich denke, ich werde aber trotzdem noch eine Partie machen hiernach. Ist ja eh der letzte Stream, den ich jetzt in naher Zukunft hier machen werde. Kann ich auf C4 rausnehmen? Springer C4, Springer C5. Ja, Springer D3 ist ein guter Zug.
Auf jeden Fall. Okay, ich mache einfach mal König G7, dann nehme ich auch Turm F6 aus der Stellung, aber Springer D3 war gut. Hat mein Gegner gut gefunden. So, ich nehme mit dem Turm wieder und ich nehme auf C5. Ich überlege halt sogar mit dem D-Bauern zu nehmen, was wahrscheinlich völlig falsch ist, stellungsgemäß. Also eigentlich müsste ich mit dem B-Bauern nehmen. Das Einzige, was mich stört, ist, dass das Weiß die B-Linie kriegt, aber gut, ich sollte trotzdem mit dem B-Bauern nehmen. Also mit dem D-Bauern zu nehmen, wäre wahrscheinlich irgendwie ziemlich schlecht. Mach mal Turm E8. Jetzt drohe ich vielleicht F5. So, Turm F2 ist auch gut. Also ist nicht so einfach in dieser Partie für mich. Ich mache mal F5 trotzdem. Nach Turm E2 kann ich überlegen, F4 zu ziehen und zu versuchen, hier ein bisschen Raum zu gewinnen. Aber Patrick spielt das sehr gut. Soweit. Also ich habe bisher nicht so viel rausgeholt. Okay, jetzt kann ich aber den Bauern hier rausnehmen auf E4. Also da wird C2 war nicht nötig. Man konnte Turm FE2 machen oder man konnte sogar über Turm EF1 nachdenken, was jetzt kam. Aber gut, jetzt habe ich Zeit, Turm F7 zu parieren. Aber einen Zug vorher wäre es vielleicht gegangen, um nach FE4 Turm F7 zu machen. Aber jetzt ist es nicht mehr möglich. Okay, Turm F6 ist auch gut. Meine Güte, ich werde irgendwie hier überspielt. Okay, ich kann Turm D7 machen. Also gut, überspielt ist vielleicht zu viel des Guten. Ich habe Turm D7 jetzt gesehen, dass ich den Bauern decken, wobei Läufer A4 kommt. Also, ja, ich sollte definitiv hier nach noch eine Partie spielen, allein deswegen, weil diese Partie nicht besonders gut war. Warum ging denn nicht C4 zu nehmen? Ja, wie gesagt, Springer C4, Springer C5 war das, was mich gestört hat. Und dann hängt halt mein Springer auf C4 am Ende. Ich meine, ich hätte natürlich trotzdem da rausnehmen können. Also es war jetzt nicht so, dass es gar nicht ging. Aber ich dachte, es ist nicht so klar. Was mache ich jetzt? Vielleicht nehmen auf B4 und B5. Das könnte eine Option sein. Und dann fällt das weiße Zentrum so in sich zusammen. Ja, ich nehme auf D5 raus. Ja, und das stellt eine Figur ein nach Turm D2. Aber gut, die Stellung war wahrscheinlich auch schon schwierig. Ja, gut, ich nehme auf G2 raus. Ja, und Patrick gibt auf. Okay, so wie gesagt, eine Partie kann ich noch machen. Ich versuche mal jetzt noch irgendeinen Gegner zu nehmen, gegen den ich noch nicht gespielt habe. Mr. Gerald. Gegen den habe ich noch nicht gespielt. Dann mache ich das jetzt mal als letzte Partie für heute. Ja, Christoph Silecki, weiß ich auch nicht. Gut, da habe ich keine Ahnung, aber ich habe auch gesehen, dass er hier länger nicht mehr gestreamt hat, weil ich habe natürlich sonst auch immer gesehen, dass er hier gestreamt hat. Und er hat das, glaube ich, auch immer sehr gut gemacht, aber kann ich nicht viel zu sagen. Also ich habe keine Ahnung, ich spiele mal einmal Londoner jetzt zum Abschluss. Ja, BVB05, also du kannst zumindest den Clip, wirst du wahrscheinlich irgendwo finden, wo Neidic meine schachliche Spielstärke beurteilt und nicht so viel Positives hängen bleibt. Ja, grüß dich, Bot CLG. Oh, das ist ein Bot. Jetzt bin ich verwirrt. Ist das wirklich ein Bot oder nennt er sich einfach nur so? Ja, wie spiele ich das hier? C4, glaube ich. Ist C4 überhaupt richtig? Bin verwirrt irgendwie von. Vielleicht hätte ich auch einfach H3 machen sollen. Wahrscheinlich hätte ich H3 machen sollen. C4 sieht nicht unbedingt aus wie eine gute Behandlung, weil jetzt nach C5 habe ich irgendwie so ein komisches Grünfeld, wo der Läufer auf F4. Ein bisschen komisch steht. Ich mache mal Springer C3. Ja, Patrick, du hast dich sehr gut geschlagen. Also, ich habe lange Zeit nicht wirklich gesehen, was ich machen soll. Ja, es ist halt eben, was Jupiter sagt. Es ist halt irgendwie schon wichtig, dass man halbwegs respektvoll miteinander umgeht. Aber ja, weiß ich nicht. Gut, die ganze Thematik ist natürlich im Moment nicht schön, was da jetzt wieder passiert mit der deutschen Schachmatt. Okay, Springer E4 stellt da einfach eine Figur ein nach Springer E4 und dann kann ich mit dem Springer wieder nehmen. Das war jetzt, das tut mir leid, Mr. Gerald, das war jetzt wahrscheinlich kein schöner Ende für Stream. Ja, Springer E4 ist natürlich ein sehr alter Trick, dass man da halt eben dann so abziehen kann. Ja gut, das war jetzt nicht die spannendste Partie zum Abschluss, aber ich hoffe, es war trotzdem irgendwie unterhaltsam und dann würde ich sagen,
Das war es wahrscheinlich jetzt auch erstmal für die nächste Zeit hier mit diesen Shows, aber ich hoffe, es hat trotzdem gefallen und vielleicht bin ich ja irgendwann mal wieder hier.